Netflix-Star Daisy Coleman ist mit 23 Jahren gestorben. US-Musikerin Daisy Coleman, von 1997 bis 2020, ist tot. Sie starb mit nur 23 Jahren durch Suizid. Das gab ihre Mutter, Melinda Coleman, auf ihrer Facebook-Seite bekannt. Meine Tochter Catherine Daisy Coleman beging heute Abend Selbstmord, schrieb Melinda Coleman am Dienstag, 4. August, zu einem Bild von Daisy auf ihrem Facebook-Account. Demnach hatte sie die Polizei alarmiert, um nach ihrer Tochter zu sehen. Diese hatte sie dann tot aufgefunden. Sie war meine beste Freundin und großartige Tochter, trauert die Mutter öffentlich und fügte hinzu, ich wünschte, ich hätte ihr den Schmerz nehmen können. Sie hat sich nie davon erholt, was diese Jungs ihr angetan haben. Mein kleines Mädchen ist weg. Damit spielt Melina Coleman auf die Vergewaltigung ihrer Tochter an, von der Daisy in der Netflix-Produktion Audrey und Daisy berichtet. Durch die biografische Dokumentation von 2016 wurde die junge Frau weltweit bekannt. Coleman war eine der beiden Protagonistinnen, die von ihren Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen im Teenie-Alter berichteten. Beide wurden dafür 2017 mit dem Cinema Eye Honor Award ausgezeichnet. Im selben Jahr hatte Coleman die Organisation zur Prävention sexueller Übergriffe SAFEBA, Safe Before Anyone Else, gegründet.